Gegrüßt und herzlich willkommen zum Airbus A320 Type Rating Kurs Aircraft Systems, heute mit der Folge 2 Delta. Wir wollen nochmal uns in die Air Condition und Ventilationsthematik begeben und zwar heute ganz gezielt zum Thema Cargo. Cargo, damit meine ich den das Cargo Compartment, wir haben ja zwei davon. Wie können wir jetzt eigentlich die Ventilation und eventuell auch die Beheizung der beiden Gepäckräume gewährleisten? Eventuell deswegen. Es ist nämlich eine optionale Kaufbestellung, ob ich nun eine Heizung mitbestelle oder nicht. In der Regel hat man auf jeden Fall für das hintere Gepäckfach eine Heizung, aber das muss nicht sein. Und nur wenige Flugzeuge verfügen dann über komplette Heizungssysteme, sowohl für das vordere als auch für das hintere Gepäckfach. Und die Grundlagen, die haben wir ja schon in den letzten Wochen gelegt. Wir kennen hoffentlich jetzt auch den Zusammenhang, wie die Air Condition als solches funktioniert. Und wir kennen auch die Ventilation. Denkt zum Beispiel an den Computerraum: Da gab es Einlassventile, also Inlet Valves dann wurde das durch den computerraum geleitet die äh, heiße luft wird abtransportiert und danach ja eventuell je nach konfiguration dann über einen outletwerf nach außen über bord geschickt und damit hat man ein ventilationssystem so wie könnte man das jetzt letztendlich für die cargo compartments gewährleisten na ja gut wir haben ja unsere schon aufbereitete luft in der kabine wir könnten also jedoch diese nehmen, einfach durch beide Gepäckfächer fließen lassen und schon haben wir unseren Durchzug, den wir wollen, also unsere Ventilation und genau so funktioniert es auch. Wie sieht es jetzt aus, wenn wir noch eine Heizung implementieren wollen? Naja, auch das kennen wir eigentlich schon. Wir wissen, dass wir heiße Zapfluft von den Triebwerken benötigen, die dann nachher letztendlich mit kalter respektive auch mit Umgebungsluft, mit verbrauchter Luft, die gesammelt wird, letztendlich zusammengeführt äh, führt wird und dadurch irgendeine Temperatur erreicht wird, die wir dann irgendwie an diesem Selektor eingestellt haben. Da wird natürlich der Computer letztendlich die Stellung der verschiedenen Ventile, ich erinnere nochmal an das Pressure, äh, Pressure Regulation Valve oder auch an das Trimmer Valve, das waren ja vor allen Dingen so diese Hauptventile, die dafür zuständig sind, welche Temperatur denn letztendlich, dann auch ins Cockpit oder auch in die Kabine kommt. Und genauso könnten wir das ja auch mit den Cargo Compartments machen. Auch da stellen wir eine Temperatur ein und dann wird es so erreicht. Aber wie es jetzt genau funktioniert, sowohl das Ventilationssystem als auch das Heizungssystem für die beiden Gepäckräume, das gucken wir uns jetzt mal an. Gut, dann wollen wir uns noch mal die beiden Gepäckräume angucken. Wie kann man da eventuell Durchzug bekommen, also eine Ventilation? Oder eben halt auch das Ganze heizen. Gut. Letztendlich ist das Prinzip immer das Gleiche, ob wir jetzt uns über die Air Condition unterhalten oder ob wir uns über das Ventilationsthema unterhalten. Ähm, prinzipiell ist es das Gleiche. Wir gucken uns das Ganze aber trotzdem eben kurz im Cockpit an, damit wir einen Überblick haben. Wir sehen hier auf der rechten Seite im Overhead Panel das Cargo Heating Panel. Wie das Wort schon sagt, es ist Heating. Das hat mit Ventilation erstmal gar nichts zu tun, denn die Ventilation funktioniert im Regelfall sowieso automatisch. Aber ob das Flugzeug überhaupt über das Feature der Heizung verfügt oder nicht, ist unterschiedlich. Also es gibt Flugzeuge, die haben gar keine Heizung oder nur hinten oder nur vorne. Und das sehen wir hier auch. Der rechte Bereich ist für den hinteren Gepäckraum und der linke Bereich für den vorderen Gepäckraum. Und wir sehen. Hm, auf der linken Seite gar nichts, also gibt es keine Heizung im vorderen Gepäckraum und im hinteren, da haben wir ja diverse Schalter oder Knöpfe. Das ist also das eine. Wir sehen hier auf der linken Seite die System Day-Page von der Air Condition-Seite und den, das obere Schaubild, das ist uns ja hoffentlich bekannt, aber wir haben hier im unteren Bereich ebenfalls noch was und zwar nur für das hintere Gepäckfach, nicht für das vordere. Egal ob wir da jetzt hier was haben oder nicht, wir haben immer dieses Schaubild. Was wir aber hier erkennen können ist, wir kennen ja hier sowohl das Hot Air Pressure Regulation Valve aus der Air Condition Folge, wir kennen hier die Trim, Trim Air Valves, wir kennen die Temperatur, die also reingeht in, die, in das jeweilige äh, Compartment, hier in diesem Fall in den hinteren Bereich der Kabine. Und wir sehen hier die Temperatur, die wirklich in der Kabine herrscht. Genau das gleiche Prinzip haben wir im hinteren Gepäckfach auch. Wir haben hier ein extra Hot Air Pressure Regulation Valve, das ist nämlich die große Ausnahme zu dem vorderen. Deswegen hat man hier auch kein extra Schaubild für den vorderen äh, Gepäckraum jetzt nochmal installiert. Ähm, also das Hot Air Pressure Regulation Valve ist hier ein anderes als das hier oben für den hinteren Bereich. Für den vorderen Bereich benutzt man hier dieses. Also haben wir ein Cargo. Hotter Pressure Regulation Valve extra. Dann haben wir hier allerdings ein Trim Valve und dann haben wir die gleichen ähm, Symbole wie hier oben auch, wobei wir haben hier noch ein Outlet Valve. Darum soll es gehen. So wie kann man jetzt das Flugzeug ventilieren? Auch das ist ja eine Sache, die wir eigentlich schon kennen. Wie läuft es bei der Air Condition? Wie war das dann noch? Gucken wir uns das hier nochmal kurz an. Naja, mit der Umgebungsluft, die gemischt wird mit frischer Luft aus den Kühlaggregaten, also aus den Packs. Wir haben immer einen Mischmasch zwischen verbrauchter Luft und neuer Luft, die irgendwie mit heißer Luft in Verbindung steht, denn aus den Triebwerken kommt jetzt diese neue Luft, die ist sehr heiß, die wird komplett abgekühlt und dann wird sie irgendwie gemixt mit der Umgebungsluft der Kabine. Und dann erreicht man seine Temperatur. Aber die Frischluft, die kommt eben halt aus den Triebwerken. Gut. Und genau das gleiche Prinzip haben wir hier auch. Ich will hier auf zwei Ventile eingehen. Die heiße Luft kommt hier in diesem grünen Bereich an und trifft hier auf das Hot Air Pressure Regulation Valve. Das ist das Hot Air Pressure Regulation Valve, was wir hier oben gesehen haben im Cockpit. Hier, das ist dieses. Ja? Und dann trifft es auf, die jeweilige, auf das jeweilige Trimmerwerf. Warum hat man hier noch drei und nicht nur eins oder gar keins? Naja, weil wir ja die beiden bzw. drei äh, Bereiche des Flugzeugs separat ähm, regulieren wollen von der Temperatur. Das könnten wir ja nicht, wenn wir nur eins respektive überhaupt keins haben. So, da wir aber nur einen Gepäckraum haben, also jedenfalls hinten, oder auch nur vorne, haben wir auch nur einen, da haben wir keine verschiedenen Abteilungen innerhalb des äh, Gepäckfachs, reicht natürlich ein Trimmerwurf. Und genau das finden wir auch wieder. Wir finden sowohl im vorderen Bereich als auch hinten finden wir diese Trimmerwerfs, Und zwar jeweils eins. Das ist also genau das gleiche Prinzip wie hier bei der eigentlichen Air Condition. Der Unterschied ist nur, ich sagte es bereits, dieses Hot Air Pressure Regulation Valve, dieses, genau dieses für die Air Condition, wird für den vorderen Gepäckraum verwendet. Hingegen bei dem hinteren Gepäckraum haben wir dies Teil nochmal zusätzlich als separates Hot Air Pressure Regulation Valve. Und deswegen setzt man einfach die Bezeichnung Cargo darüber: Cargo Hot Air Pressure Regulation Valve. Also die Trimmerse, Trim Air Valves, die gibt es sowohl vorne als auch hinten. Das Hot Air Pressure Regulation Valve gibt es, also ein separates, gibt es nur hinten. Und für den vorderen Gepäckraum benutzt man das, was wir hier gerade auf der Grafik sehen. Wenn wir dann über Ventilation sprechen, dann macht es ja auch irgendwie Sinn, dass wir die Kabinenluft benutzen. Denn das ist ja immer der Sinn. Wir wollen Kabinenluft benutzen. Und die Frage ist jetzt, wie kriegt man das jetzt hin? Naja, dazu brauchen wir natürlich irgendwie eine, ein Ventil, was die Verbindung von der Kabine zu dem vorderen respektive zum hinteren Gepäckraum öffnet. Also eine Eingangstür. Und das ist das sogenannte Inlet-Werf. Okay, dann soll die Luft ja irgendwann mal wieder raus. Also brauchen wir eine Ausgangstür, das Outlet-Werf. Nicht zu verwechseln mit dem Outflow-Werf, Leute. Aber das Outlet-Werf und das outlet wird dann die Luft über Bord schicken. Das ist das Prinzip, das kennen wir auch hier schon aus der Ventilationsfolge. Hier ist das Einlassventil, hier ist das Auslassventil und es gibt also einen Saugfan, einen Saugventilator, äh, der diese Luft richtig aus dem Gepäckraum raussaugt, so wie hier aus dem Computerraum ja auch. Mit dem Extract-Fan, so haben wir eben bei den, äh, den ähm, Cargo-Compartments genau die gleiche Situation. Da wird das rausgesogen. Also auch hier das gleiche Prinzip wie bei der Ventilationsfolge. Wenn wir über die Ventilation sprechen, dann gucken wir uns mal das Schaubild hierzu an. Also wir brauchen Umgebungsluft. Es geht hier nicht um die Heizung. Es geht nur um die reine Umgebungsluft aus der Kabine. Die geht irgendwie da rein und dann über Bord. Und das heißt, wir sehen das hier anhand des Schaubildes. Hier haben wir die Umgebungsluft und hier ist die Eingangstür zu dem jeweiligen Compartment. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass dieses Schaubild nur für den hinteren Gepäckraum ähm, ja, vorzufinden ist. Es gibt darüber keine Grafik für den vorderen Gepäckraum, weil das Prinzip ist das gleiche. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht, muss man Airbus fragen. Also. Das bezieht sich hier auf den hinteren Gepäckraum, aber das Prinzip, was die Ventilation, was die Ventilation, ich weise darauf hin, anbelangt, äh, ist natürlich für den vorderen Gepäckraum das gleiche. Also die Luft von der Kabine geht hier durch die Eingangstür Inlet Valve, hier in das Forward respektive Aft-Cargo-Compartment, wird jetzt über einen äh, Saugventilator äh, abgezogen und geht jetzt über die Ausgangstür, das Outlet Valve, dann über Bord. Das ist immer das gleiche Prinzip. Ja, immer das gleiche Prinzip. Das ist das, wenn wir über die Ventilation sprechen. Nun gibt es hier einige Unterschiede. Man könnte zum Beispiel vielleicht auch äh, diese Luft ja nach draußen bringen, außerhalb des Flugzeugs, über ein Druckgefälle. Könnt ihr auch sagen, hm, wir haben draußen ja sehr wenig Druck, drin haben wir viel Druck, also öffne ich einfach die Klappe und schon fließt doch die Luft automatisch raus. Ja, das kann man machen und das wird auch gemacht, allerdings nur für den vorderen Gepäckraum. Der hintere Gepäckraum benutzt grundsätzlich diesen Extraction-Fan und der vordere Gepäckraum benutzt nur den Extraction-Fan, wenn eben halt dieses Druckgefälle nicht stark genug ist. Das sehen wir gleich. Also das ist der eine Unterschied. Wie sieht das jetzt aus mit der Overboard-Situation? Äh, gibt es da Unterschiede zwischen dem vorderen und hinteren Gepäckraum? Ja, gibt es. Wir benutzen also irgendwie ein Outlet-Valve äh, für den vorderen Gepäckraum und dann geht die Luft da eben halt raus. Allerdings für den hinteren Gepäckraum, da haben wir doch schon im hinteren Teil des Flugzeugs eine ganz große Klappe und das sogenannte Outflow-Valve. Nicht Outlet, Outflow-Valve. Das war ja für die Pressurisation, äh, also für die Druckkabine benutzt. Und äh, da haben wir ja schon so ein großes Teil. Also macht es ja auch vielleicht Sinn, nicht noch eine extra Klappe dort am Flugzeug anzubauen, sondern wir können das einfach nehmen. Und genauso wird es auch gemacht. Also hinten am Flugzeug wird die Luft über Bord über das Outflow-Valve geschickt und im vorderen Gepäckraum wird es über das Outlet-Valve ähm, geschickt. Das ist der Unterschied. Das ist die Ventilation. Wenn wir jetzt ein... Äh, eine Ventilation regeln müssen, nämlich hier durch das Inlet Valve und das Outlet Valve, denn wissen wir wie bei den Air Condition Teilen auch. Da wissen wir, da gibt es wieder einen Controller und der nennt sich Cargo Ventilation-Controller. Cargo Ventilation Controller. Das ist der Controller, der eben halt diese beiden Ventile Inlet und Outlet Valve regelt. Wir haben auch einen Schalter dazu, aft Isolation Valve, deswegen weil es sich hier um das ganze Schaubild für den hinteren Gepäckraum handelt. Aft Isolation Valve, den gibt es natürlich auch, wenn wir uns über das vordere Gepäckfach unterhalten. Auch dann gibt es ein Isolation Valve, nur dann steht hier eben halt Forward Isolation Valve. Dieser Schalter hat natürlich Auswirkungen auf diese beiden Ventile, denn hier steht ja nur Isolation Valve. Es steht ja nicht Inlet Valve oder Outlet Isolation Valve, sondern es steht nur Isolation Valve. Das bedeutet also, wenn ich nur einen Schalter für beide Ventile habe, dann ist das sehr einleuchtend, dass dieser Schalter beide Ventile automatisch gleichzeitig benutzt und nicht irgendwie eins davon. Und genau das passiert auch, wenn ich das also ausschalte, dann gibt es einen Befehl an den Controller und der wird diese beiden Teile dann schließen. Okay? Gut, das ist das ganze Ventilationssystem. Wenn wir jetzt über die Heizung sprechen, dann haben wir ja gesagt, okay, im Forward Compartment, da benutzt man einfach das Hot Air Pressure Regulation Valve aus, der, aus dem Air Condition Panel, was wir da gesehen haben, dieses mit den grünen Linien. Und dann wird das da abgezweigt. Die Luft geht in das Forward Compartment rein, wird dann wieder mit dieser Umgebungsluft der Kabine gemischt. Ja. Da gibt es da eben halt ein Trimmer-Welf, was das Ganze mischt. Und dann wird es einfach nach vorne abgegeben. Wenn wir aber die Heizung jetzt im hinteren Gepäckfach haben, dann haben wir ja gesagt, es gibt ein extra cargo pressure regulation Valve. Das haben wir auch auf der ICAM-Seite gesehen. Und das ist genau dieser hier. Hier wird jetzt die Luft durchgelassen. Und hier haben wir unser Trim Und das vermischt sich dann hier mit der Umgebungsluft und wird jetzt an das Aft-Cargo-Compartment mit temperierter Luft dann weitergegeben. Gut. Das heißt also, wenn ich hier den Temperaturschalter habe, dann gebe ich irgendeine Temperatur vor, die wähle ich damit. Und der Controller, in diesem Fall der Cargo Heating Controller, der kümmert sich dann um diese beiden Ventile und sagt, okay, äh, da muss ich jetzt das mehr aufmachen oder das mehr aufmachen. Genauso hier, ne? da ist es ja das gleiche, da haben wir den Air Condition System Controller, auch der kümmert sich über das, um das Trim Air Valve und das Hot Air Pressure Regulation Valve. Und genau das gleiche ist eben halt hier auch. Hier macht es der Cargo Heater Controller äh, im Aft Cargo Bereich. Im Forward Cargo Bereich wird der Air System Controller ebenfalls das ähm, Air Condition Pressure Regulation Valve dann betätigen, weil der hat ja kein extra... Ventil, das ist ja nur im hinteren Gepäckfach der Fall. Dann haben wir ein Hot Air Schalter, der eben halt auch uns in die Lage versetzt, dieses Cargo Presser Regulation Valve, wie gesagt, das ist ja ein separates, ausschalten zu können oder nicht. So läuft das. Also, was haben wir jetzt gelernt? Die Ventilation ist immer automatisch. Da geht eine Klappe auf, das Inlet Valve. Dann wird das irgendwie durch, ein, durch das jeweilige Gepäckraumfach, wie auch immer, dann durchgeleitet. Ein Ventilator zieht in der Regel diese Luft wieder raus durch das Outlet-Valve und wird über Bord gegeben. Entweder passiert das überhaupt, also durch diesen, diesen Ventilator, oder im vorderen Gepäckraum kann es eben halt auch durch einen Differential-Pressure-Unterschied sein. Diese ganzen beiden Ventile, da, ja, da haben wir einen Schalter für, okay, aber das wird eben halt durch einen Controller geregelt, den Cargo Ventilation Controller. Wenn es um die Heizung geht, dann haben wir die Möglichkeit, entweder das über das Air Condition System laufen zu lassen. Da haben wir ja schon eine Pressure Regulation Valve, okay. Wir haben, brauchen aber einen extra Trim Air Valve dafür und dann wird das irgendwann mit der Umgebungstemperatur gemischt. Und dann passiert das gleiche, wie wir das eben hatten bei der Ventilation. Es wird da durchgeleitet und über Bord geschickt. Im Vordered Compartment wird das Ganze über eine extra, über das Outlet-Verve nach draußen transportiert. Und im hinteren Bereich, da wird das über das Outflow Valve nach draußen ähm, letztendlich gebracht. So, das ist genau das, was hier alles steht. Hier haben wir nochmal die PSI-Zahl im vorderen Cargo-Ventilationsbereich. Wir brauchen ja, wenn wir das über einen Differential-Pressure nach draußen befördern wollen, brauchen wir nur mal einen Druckunterschied. Und äh, da brauchen wir dann schon mindestens über ein PSI, sonst äh, sind wir nicht in der Lage, da über den Druckunterschied die Luft nach draußen zu befördern. Dann bräuchten wir schon wieder unseren ähm, Saugfan. Also nichts anderes als diesen Ventilator-Extraction-Fan. Am Boden haben wir natürlich sowieso keinen Druckunterschied. Ne? Also am Boden würde da gar nichts passieren mit Differential Pressure. Da brauchen wir natürlich grundsätzlich immer den Extraction-Fan. Das leuchtet ein. Wenn ich diesen Schalter im Cockpit dann eben halt ausschalte, Forward Isolation Valve, respektive Aft Isolation Valve für das hintere Teil, naja, dann schalte ich eben halt die beiden Fans aus, diese Extraction-Fans aus, äh, oder den, den Extraction-Fan aus und die beiden Ventile, die schließen. Ne? Immer, ich sage ja, dieses, wenn dieser Schalter ist für beide Ventile gedacht und nicht nur für einen. Ne? Okay, ähm, wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass diese beiden Klappen, die nach außen gehen, also das Outflow Valve äh, für den hinteren Bereich oder das Outlet Valve für den vorderen Bereich, diese beiden Klappen haben ja eine Verbindung nach draußen. So, und wenn ich jetzt irgendwie natürlich. Wasserlandung durchführe, weil ich eine Notlandung habe auf dem Wasser, dann kann man sich vorstellen, dass dort Wasser eindringt und wir saufen ab. Und wir wissen auch schon, das haben wir auch schon kennengelernt, dass es den sogenannten Ditching-Button gibt, also einen Knopf, der alle Klappen außerhalb des Flugzeugs, die nach außen führen, unterhalb der Wasserlinie. Dann schließen und dazu gehört eben halt das Outlet Valve, Outlet Valve für den Vorbereich und dazu gehört natürlich auch das Outflow Valve im hinteren Bereich, denn das liegt ja letztendlich genau auch sehr weit unten. Ja, das ist genau das, was hier bei der Ventilation steht. Cargo Heating. Im Aft-Bereich, da wissen wir, okay, im Aft-Cargo-Bereich haben wir ein extra: The Cargo Pressure Regulation Valve. Naja, wir wissen grundsätzlich, dass die eben halt pneumatisch arbeiten und elektronisch über den Computer gesteuert werden. Okay, das ist uns nichts Neues, das ist immer das Gleiche. Und äh, wenn wir natürlich auch für den hinteren Bereich ein Cargo Pressure Regulation Valve haben, also ein extra Teil, dann haben wir dazu natürlich auch einen Push-Button. Und äh, den sehen wir uns hier gerne auch nochmal an. Hier sehen wir das, den äh, Hot Air. Hot Air, hier ist das. Und das ist eben halt genau dieses Teil, den Cargo Pressure Regulation Valve. Ne? Das hier. Ne? Den werden wir hier nie finden auf der linken Seite. Diesen Schalter werden wir hier nie finden, weil diesen Hot Air Regulation Valve... Das haben wir im vorderen Bereich nicht, da benutzen wir nämlich dieses. Aber im hinteren Bereich haben wir das. Deswegen dieser Schalter Hot Air ist auf der linken Seite, auch wenn wir hier eine Heizung hätten, niemals zu finden. Hingegen dieser Isolation Valve, der diese beiden Ventile steuert, Inlet- und Outlet Valve, der ist allerdings hier zu finden. Sehen wir gleich. Okay. Ja, sonst äh, gibt es hier nichts weiter groß zu sagen. Äh, wir wissen natürlich auch aus der Air Condition Folge, wenn also wir irgendwie eine Overheat bekommen an diesem Teil, an diesem Hot Air Pressure Regulation Valve, dann wird sich sowohl das Trim Air Valve als auch dieses Ventil verabschieden und wird sich schließen. Na, hier steht das auch: The Inlet Temperature Increase 70 Grad, the Controller Closes the Trim Air Valve. Naja, und auch natürlich dieses jeweilige Ventil. Können wir nochmal eben hier zurückgehen. Das wissen wir auch bei der Air Condition Folge. Wird hier plötzlich zu heiße Luft durchkommen, warum auch immer. Dann wird sich das Teil schließen und das Teil schließen. Und wer schließt das? Naja, unser Controller hier, der Air Condition System Controller, der ist dafür verantwortlich. Und genau das gleiche Prinzip haben wir natürlich jetzt auch, wenn wir hier eine Übertemperatur haben. Bei dem extra ähm, Pressure Regulation Valve im hinteren Cargo Compartment und da sehen wir das. Also wenn wir 88 Grad erreichen und 70 und so weiter. Die Temperaturen äh, sind da jetzt nicht so wichtig, aber closes the Pressure Regulation Valve und closes the Trimmer Valve. Ja, so ist das. Okay, es muss erst unter 70 Grad wieder fallen und dann gehen sie wieder auf. Okay, das ist aber eine Sache, das kann man sich sowieso nicht merken, ist auch uninteressant. Okay, dann haben wir hier über das Forward Cargo äh, gesprochen. Hier seht ihr das noch mal. Äh, wir ne Hot Engine Bleed, ne? die heiße Luft von der Kabine, äh, sorry, von den Triebwerken. Okay, which is also used for cockpit and cabin temperature control, mixing it with the ambient cabin air. Also genau das ist das, was ich sagte. The Cockpit in Cabin Hot Air Pressure Regulation Valve. Und das ist genau das, was ich euch gezeigt habe. Hier, dieses für das normale Air Condition System, was wir ja immer benutzen, dieses Ventil. Das ist damit gemeint. Äh, wo war das jetzt? Hier. Uh, the Cockpit and Cabin Hot Air Pressure Regulation Valve regulates the pressure of this hot air supply. And the Cargo Trim Air Valve. Ja? Also, das Hot Air Pressure Regulation Valve ist das, was wir für die Air Condition sowieso immer haben. Deswegen gibt es da auch keinen extra Hot Air Push Button. Allerdings, ähm, ein Trim Air Valve haben wir. Ja, damit das eben halt äh, dementsprechend geregelt wird. So, hier haben wir jetzt mal ein Schaubild. Wenn wir über eine Heizung verfügen im vorderen Bereich, ihr seht genau das, was ich gesagt habe. Wir haben zwar ein Isolation Valve, das haben wir schon, aber wir haben kein Hot Air Valve, weil dieses Hot Air Reg Pressure Regulation Valve gibt es nur im hinteren Bereich als extra Bauteil. Im vorderen Bauteil benutzen wir das aus der Air Condition. Dann haben wir die beiden Temperatureinheiten äh, oder Schalter, Selectors, wo wir dann irgendwas fehlen können. Und hier haben wir die Isolation Valve. Wenn wir da drauf drücken, dann wird sich automatisch, werden sich beide Ventile Inlet und Outlet Valve schließen. Das gucken wir uns gerne hier nochmal an. Das Forward. Ähm, wenn wir das ausschalten, the Inlet, and Outlet Isolation Valve and Trim Air Valve Closes. Und der, der Fan, der stoppt. Es gibt auch noch ein Fault Light, wenn also jetzt die die, die Schalterposition mit der eigentlichen Sch äh, Stellung des Ventils nicht übereinstimmt. Okay, so what? Uninteressant. Hier haben wir die Schalterstellung, den Selectus für die Temperat äh, Temperatureinstellung. Also ganz, wir fangen sogar bei 5 Grad an und Hottest is ist 26 Grad und in der Mitte ist 15 Grad. Okay. Also in der Mitte war ja in der Kabine 24 Grad ne? und bei, der, bei den Cargo Compartments ist die Mitte 15 Grad. Uh, Aft Cargo genau das gleiche Spiel. Auch hier wenn wir es ausschalten. Beide Ventile Trim Evalve äh, werden dann gestoppt und auch der Extraction Fan wird gestoppt. Ja, wenn wir hier dieses, diese separate Möglichkeit des Hot Air Pressure Regulation felds ausschalten, dann wird das Ventil geschaltet und, also ausgeschaltet, zugemacht und auch Trim Avalve, okay, ist nichts Neues, kennen wir alle schon. Auch hier für den AF-Bereich, die mittlere Einstellung sind 15 Grad. Und hier ist nochmal die Anmerkung, dass es natürlich unterschiedlich sein kann, diese, diese Schalterstellung, je nachdem, in welcher Höhe wir fliegen, wie lange wir schon in der Höhe fliegen. Aber gut, das ist klar. Ne? Depending on flight duration, outside air temperature, welche Höhe, ne? das hat ja damit zu tun. Ne? Okay, hier haben wir jetzt das Schaubild nochmal. Das hatte ich euch schon eben erzählt. Das ist hier das Hot Air Pressure Regulation Valve, dieses separate System. Das brauchen wir nicht im vorderen, weil wir es nicht haben. Dann haben wir das Trim Air Valve. Auch dieses Trim Air Valve gibt es zwar auch im vorderen Bereich, aber ist hier nicht aufgeführt, denn wir haben hier nichts im vorderen Bereich. Das bezieht sich nur auf den hinteren Bereich. Wir haben hier dann die Eingangstemperatur, die Temperatur im Aft Cargo Compartment Bereich und hier das Outlet Valve. Das ist also die, die Anzeige, die wir nur haben. Das reicht. Der Forward Compartment ist da jetzt zweitrangig. Ja, das sind genau die gleichen Symbole, die ihr sowieso von solchen Ventilen kennt. Ne? Grün, durchgezogene Linie ist auf oder so. Ne? Oder wenn es Amber ist, ist geschlossen. Und naja, das sind, das sind alles letztendlich Sachen, die, die kennen wir kennen. Hotter Pressure Regulation Valve, Inline in Green, Valve is Open, okay, kennen wir alles, ist nichts Neues. Ist alles das gleiche Prozedere. Ja, und das war letztendlich das Thema dazu. Also im Prinzip genau das gleiche, wie wir von der Air Condition und Ventilationsfolge schon kennengelernt haben. Wir haben auch die gleichen Bezeichnungen kennengelernt. Äh, es ist klar, dass das Ganze über. Achso, vielleicht kann ich hier nochmal das euch zeigen weil das habe ich hier euch noch nicht bewiesen, weil es hier nicht stand, Aft Cargo, Moment mal eben. Und zwar ging es jetzt darum, dass wir das Outflow Valve benutzen. Hier haben wir das Aft Cargo Ventilation. Er ist Controlled by the Outlet in äh, Isolation Valve and then goes Onboard oder Outboard äh, über das Outflow Valve. Also, das heißt, hier ist nochmal der Beweis dafür, das Outflow Valve ist das Ausgangsventil für den hinteren Bereich und im vorderen Bereich ist es dann das Outlet Valve. Also eine extra Klappe. Ja, gucken wir uns im Cockpit nochmal eben kurz um hier. Äh, auch das wird hier vom äh, Flight Factor gut simuliert. Wobei, es geht so, wenn ich jetzt hier also das Out, das Hot Air Valve aufmachen, müsste hier sofort das Ding schließen. Äh, das gibt hier eine extreme Verzögerung von teilweise zwei, drei Minuten, habe ich schon festgestellt. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Ähm, also. Das müsste hier erheblich schneller sein. Was wir allerdings sehen hier, wenn wir das Aft Isolation zu zumachen, dann schließt eben halt dieses und dieses Ventil. Ah, das geht hier schon ein bisschen schneller. Okay, das passiert. Wenn wir das hier im vorderen Bereich hätten, würde das Forward Inlet und Forward Outlet Ventil schließen, aber das wird uns nicht angezeigt hier. Das brauchen wir auch nicht. Und ihr seht, es ist immer noch Hot Air hier durchgezogen, aber es funktioniert. Aber es dauert hier erheblich länger. Keine Ahnung, warum das so ist, ist jetzt auch nicht so wild. Aber wichtig ist, dass es schließt und das tut es. Also, ihr seht, das war ein relativ entspannter Unterricht. Viele Sachen, die wir schon kannten. Und jetzt habt ihr auch den Durchblick, was die beiden Gepäckräume anbelangt. So, damit haben wir jetzt auch den letzten Baustein der Zweierfolge aus dem F-Com kennengelernt. Wir wissen jetzt ganz genau, wie die Air Condition funktioniert. Wir wissen, dass wir eine Druckkabine haben und wie das letztendlich geregelt wird. Mit dem Outflow-Welf unter anderem haben wir kennengelernt. Wir wissen natürlich, dass wir irgendwie auch einen Computerraum haben, den wir ventilieren müssen. Naja, und auch die Gepäckräume, auch die haben wir jetzt kennengelernt. Wie können wir sie ventilieren, respektive auch ebenfalls noch beheizen? Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute und Happy Landings.